Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit Manchester City. Nachdem wir im letzten Part gegen West Ham ja sehr, sehr unglücklich verloren haben, geht es nun gegen Tottenham. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum Spiel. Wir spielen zu Hause, das heißt, wir spielen im Heimtrikot, Tottenham im Auswärtstrikot. Tornios haben wir an diesem Tag mal wieder keine. So, und unsere Aufstellung, ja, wir wieder mit Top-Aufstellung und ja, Bale spielt bei Tottenham. Bale ist ja momentan in wirklich im Fußball, ist ja sehr, sehr umfragt. Spielt diesmal als Linksverteidiger, okay, mal eine ganz neue Rolle. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen, den wollte ja verpflichten, ist uns leider nicht gelungen. Gut, aber wir sagen, jetzt haben wir genug gelabert, schicken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Manchester City empfängt im Etihad Stadion zu Hause Tottenham. Ja, Tottenham ja momentan eine absolut enttäuschende Saison, muss man sagen. Sie haben nur auf dem 11. Tabellenplatz und das mit so einer Mannschaft absolut enttäuschend. Man City dagegen hat am letzten Spieltag gegen West Ham eine überraschende Niederlage erlebt. Mit 1:0 haben sie da verloren, haben einfach das Tor nicht getroffen. Heute soll alles besser werden. Sie müssen auf jeden Fall die 3 Punkte gegen Tottenham wiederholen, weil Manchester United hängt uns sehr im Nacken. Und dann schauen wir einen kurzen Blick auf die Aufstellung. Das sehen wir gut zuerst auf die Tabelle. Hier sehen wir schon, Man U hat ein Spiel weniger. Das heißt, wenn die das gewinnen sollen, dann sind sie mit einem Punkt vor uns. Ja, wir sind leider nicht mehr ungeschlagen. Wir haben wirklich eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Hier sehen wir Falcao im Blickpunkt. 5 Saisontore, da fällt wieder von Anfang an ran. Und hier sehen wir die komplette Aufstellung. Natürlich wieder absolute Top-Aufstellung bei uns. Wir müssen auf jeden Fall gegen Tottenham gewinnen. Wie die Aufstellung jetzt mal von Tottenham. Parker ist gelb vorbelastet, macht uns aber jetzt wenig. Adebayor sitzt auf der Bank bei denen, okay, Defoe, Dembele, natürlich viele, viele Stars in den Reihen von Tottenham. Deswegen wundert es mich, dass die in der Saison so schwach dastehen, nur auf dem 11. Tabellenplatz. Gut, der Schiri sagt, alles ist in Ordnung und damit geht's los. Man City Anschluss und damit ist das Spitzenspiel eröffnet. Und natürlich, Man City muss hier die 3 Punkte holen, weil wenn sie das nicht schaffen sollte, dann wird wahrscheinlich Manchester United weit, weit wegziehen. Jetzt Aguero holt sich den Ball, verliert ihn aber dann gleich. Wollte sich einmal schön drehen, gelingt ihm aber nicht. Jetzt Aguero gut dazwischen gesetzt. Touré ist jetzt auch noch nach. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Jetzt für die erste Chance. Jetzt Touré. In der Mitte stehen zwei Spieler bereit. Da ist zum einen Falcao. Der kriegt jetzt auch Falcao. Und der wollte zum Seitfallzieher anziehen. Und dann geht er leider nicht zum. Schade, war eine gute Chance. Und jetzt die gute Chance. Defoe ist tot. Defoe außen kommt Marcelo. Marcelo in letzter Art. Marcelo mit der Grätsche. Und da macht er das Tor. Klasse gemacht. 50 Minute. German Defoe. Tottenham geht in Führung. Marcelo kommt zu spät mit seiner Grätsche. Und dann geht das Tor rein. Riesenchance. Das gibt's doch nicht. Und damit geht hier Tottenham in Führung. Hier sehen wir es nochmal. Defoe. Marcelo kommt und kommt und kommt mit der Grätsche. Und dann lässt er ihn stehen. Und keine Chance für Jordan. Und damit geht hier Tottenham in Führung. Und jetzt muss natürlich Manchester City schauen, dass sie hier schnell 3-2 Tore nachlegen. Jetzt Walcott zu Falcao. Der zu David Silva. Der zu Aguero. Aber Aguero kommt da nicht durch. Also schweres Spiel heute schon wieder für Man City. Jetzt wieder weiter Befragung steigen. Natürlich so einen frühen Gegentreffer. Ist natürlich immer schlecht. Sowas will man immer vermeiden, aber man kann es nicht immer vermeiden. Jetzt wieder Lennon. Lennon gegen Marcelo. Oh, schöne Drehung, aber Marcelo hat es durchschaut. Jetzt mal David Silva außen geht. Wer ist denn das? Da ist Sami Nasri. Jetzt die nächste Chance. Sami Nasri. Da springt hier etwas der Ball. Nasri wird gefoult. Klares Foulspiel hier. Klares Foulspiel. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und Sami Nasri liegt verletzt am Boden. Klares Foulspiel hier. Das muss man doch pfeifen. Und Sami Nasri ist verletzt und muss raus. Das ist jetzt natürlich sehr bitter. Innenbandverletzung. Ach du Scheiße, der fällt lang aus. So, und wie lassen wir jetzt das Spiel? Bringen wir mal Klischee, habe jetzt keine andere Lösung da. Aber das war doch ein klarer Elfmeter. Klarer Elfmeter und er pfeift ihn nicht. Das gibt's doch nicht. 10 Minuten gespielt, der erste Aufreger und das muss doch Elfmeter geben. Das muss doch Elfmeter geben. Jetzt Klischee kommt für Sami Nasri. Das muss einfach Elfmeter geben. Das kann man nicht anders sagen. Das muss Elfmeter sein. Der verletzt sie doch nicht so am Innenband. Mein Gott, der Schiedsrichter sieht's nicht. Und jetzt kommt Tottenham natürlich mit vollem Mut. Und jetzt Jordan ist da. Jordan ist da. Jetzt natürlich Klischee. Natürlich Nasri. Er war ein klasse Stürmer in den letzten Tagen. Hat viele gute Chancen gehabt. Viele Tore gemacht. Ah, und jetzt fehlt er uns wahrscheinlich sehr, sehr lange. Das ist natürlich ein heftiger Einbruch. Jetzt Falcao. Falcao versucht sich irgendwie durchzusetzen, wird wieder ein bisschen gezogen, aber der Schiedsrichter gefällt momentan diese Begegnung bis jetzt so gar nicht. Also den Elfmeter muss er sehen. Es Touré.
Touré in die Mitte, nein, kommt nicht durch. Tottenham macht es heute auch schon wieder gut. Also anscheinend ist bei Man City so langsam, die neue Aufstellung wirkt anscheinend nicht mehr. Jetzt der nächste Ball auf Marcelo. Marcelo setzt sich da gut gegen Defoe durch und jetzt zu Clichy. Jetzt zu Touré und der ab in die Spitze zu Falcao. Jetzt David Silva. David Silva setzt ja gut durch. Jetzt Aguero. Hat aber schon wieder zwei Gegenspieler gegen sich. Das ist natürlich wieder schwer. Jetzt Aguero. Sergio Aguero zieht es mal in die Mitte. Aguero mit dem Schuss. Gut geschossen. Aber da direkt auf den Torwart. Kein Problem. Und Tottenham hat den Ball wieder. Jetzt Dembélé. Hoher Ball auf Defoe. Da muss Maicon aufpassen. Gut gemacht. Jetzt zu Walcott. Touré, natürlich, Man City muss jetzt so langsam den Ausgleich ziehen, weil sonst wird es zum Schluss richtig eng. Jetzt David Silva. Silva kann sich vielleicht jetzt mal in die Mitte absetzen. Zu Falcao, Falcao mit dem Schuss! Falcao mit dem Tor! 22. Minute, da ist der Ausgleich. Falcao, 22. Minute, Man City macht den Ausgleich. Schöner Ball von David Silva, das schön gesehen. Und Falcao, eiskalt, auf den Jungen kann man sich eben verlassen. Wenn er da ist, dann braucht man ihn und da ist er auch. Und dann steht es schon 1-1 und schon schaut die Welt bei Man City nicht mehr so schlimm aus. Aber natürlich, 1-1 ist immer noch zu wenig. Sie wollen natürlich hier gewinnen. Jetzt der nächste Ball auf Lennon. Da hängt Lescott ein bisschen hinterher. Gute Gritschi von Lescott. Klasse gemacht, gibt Eckball. Ne, gibt sogar nur Abschluss. Klasse gemacht von Lescott. Hätte gedacht, es gibt Eckball, aber Lescott hat sehr, sehr gut gelöst. Jetzt Marcelo. Zu Clichy. Ja, ab in die Spitze zu Falcao. Torschütze zum 1-1. Jetzt Falcao. Wohin? Unten ist Aguero. Und wer einer gestattet hat, aber Aguero nicht gesehen. Verliert im Gegenzug und jetzt kommt Tottenham wieder. Natürlich, Man City muss aufpassen. Sie haben jetzt den Ausgleich, das heißt, sie haben jetzt noch, ja, 65 Minuten Zeit, um hier die Führung zu machen. Jetzt Kompany. Kompany gegen Lennon, gut gemacht, aber weiter Ballbesitz für Tottenham. Jetzt die nächste Chance, Defoe nähert sich da dem Strafraum wieder Lennon. Jetzt könnte es vielleicht nur eng werden, jetzt Walker. Walker, hohe Reingabe, aber das war ein Foulspiel. Da war anscheinend Foulspiel oder Abseits, ne, Abseitsstellung was. Ja, gleich zwei Spurs im Abseits. Im Freistoß. Jetzt Clichy. Silva, aber die Spitze zu Aguero. Aguero, oh, der setzt sich zum Sprinten. Aguero ist schnell. Bale, Bale natürlich mit sehr, sehr starken Gegenspiel hier für Aguero. Da wird er sich noch die restlichen Spielerverlauf die Zähne dran ausbeißen. Wirklich. Bale ist natürlich ein absolut hervorragender Spieler, aber ob er für die Verteidigung geschaffen ist, das werden wir heute sehen. Joe Hart fängt diesen Ball erstmal locker ab. Jetzt Marcelo. Zu Clichy. Gut gespielt. Riskanter Ball, Falcao kommt hin. Jetzt heißt wieder David Silva. Vorne ist wieder Aguero. Aguero wieder gegen Bale, wird es schwer, aber Aguero setzt sich erstmal durch. Aguero mit dem Schuss, der Torwart ist dran, der Torwart ist dran, gibt Eckball, jetzt Walcott. Da ist Lescott, oh, Lescott, war der noch dran? Ja, schaut so aus, als wird es mal Eckball geben, oder? Jawohl, den gibt es auch. Noch ein Eckball, diesen David Silva. Da ist Kompany, kommt da leider nicht hin und Tottenham kann sich schön befreien. Jetzt fertig, noch eine Chance. Da ist Dempsey, schön gespielt und jetzt die Chance, da ist Dembélé. Jetzt müssen sie hinterherrennen, jetzt kommt Clichy. Clichy kommt nicht zum Ball und jetzt außen Bale, schöner Ball wieder zu Dembélé. Dembélé mit der Hereingabe, aber die war zu lasch. Der Kopfball war zu schwach und ran zu riskant Abwurf vom Torwart und jetzt David Silva. Oh, kriegt den Ball hier leider nicht, Parker holt ihn sich. Und Tottenham macht jetzt anscheinend nochmal ein bisschen Dampf, so kurz vor der Halbzeitpause, aber du guter Zwischengang jetzt Falcao. Falcao außen geht David Silva, David Silva gegen Walker. Hoher Ball jetzt auf Aguero, ah, da bist du ein bisschen zu weit, ist Aguero. Verliert den Zweikampf. Schade, da wollte er vielleicht vorbeigehen an Gallas. Ist ihm aber nicht gelungen und dann nur mit einem harten Einstieg. Aber Man City holt sich den Ball. Jetzt Touré. Touré, da stellt sich Bale in den Weg. Natürlich, da treffen zwei Giganten auf sich. Bale und Touré. Aber gut gemacht von Bale. Jetzt Defoe. Defoe, oh, gut gemacht. Lässt der Kompany alt ausschauen. Jetzt hat Man City ein bisschen. Nein, haben sie schon wieder. Haben ihn schon wieder klasse gemacht. Jetzt David Silva zu Aguero. Gut gemacht, diesmal ist er mal vorbei am Gallas, aber der nächste kommt. Also Aguero hat es heute auch schwer. Einzelaktion ist heute nichts zu machen. Und guter Zwischengang von Falcao. Jetzt holen sie ihn nicht mal. Jetzt Walcott. Walcott ist vielleicht die letzte Chance vor der Halbzeitpause. Jetzt Walcott. Walcott hat ein bisschen zu viel Platz. Walcott, vielleicht Schussposition. Walcott abgefälscht, aber Aguero hat den Ball nochmal. Jetzt Aguero. Aguero. Ah, da muss er reinziehen. Zieht rein. Harter Schuss. Aber der Torwart bringt die Fäuste und haut das Ding raus. Riesen Chance von Man City, jetzt sieht nochmal Kompany, kommt nicht zum Kopfball, jetzt der Tor draußen und dann holt ihn sicher, dann holt ihn sicher. So, erste Halbzeit ist gleich vorbei, Nachspielzeit läuft schon, steht 1-1 zwischen Tottenham und Man City, auf jeden Fall ein offenes Spiel entwickelt sich hier. Und der Schiedsrichter beendet somit auch die erste Halbzeitpause.
So, die Teams dürfen also in die Pause gehen. 15 Minuten Pause. Falcao hat den Ausgleich erzielt. Defoe mit einem schnellen Treffer zum 1:0 in der 5. Minute. Spielinfo, ja, man muss sagen, ziemlich ausgeglichenes Spiel. Beide haben gute Chancen, machen ihr Defensivarbeit sehr gut. Gut, ich würde sagen, zweite Halbzeit geht los. Tottenham Anschluss und wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir irgendwie die Führung zusammenbringen. Also auf jeden Fall hatten wir gute Chancen. Natürlich die Verletzung von Sami Nasri überschattet das momentan so ein bisschen. Das ist natürlich ein wichtiger Ausfall für uns. Jetzt Marcelo kommt da gut hin, haut das Ding erstmal weg. Und Tottenham lässt den Ball jetzt auströdeln. Bevor hier sind wir 6 Ligatore, hat er jetzt seinen 6. Treffer gemacht. Das ist Dawson. Zu Walker. Oder zu Parker. Dann wieder zu Walker. Da muss Marcelo ran, aber da muss er gar nicht ran. Passt zu ungenau, gibt ein Uhr für Man City. Jetzt Clichy. Clichy, klasse gemacht. Ja, vielleicht wird er eher unser Nasri-Ersatz. Wir wissen nicht, wer jetzt Nasri vertreten wird, weil es gibt auf jeden Fall einen Monat, ein bis zwei Monate, gibt es auf jeden Fall Pause. Ist Aguero. Aguero gegen Dawson. Oh, das sieht Dawson nicht gut aus. Ist Aguero in Schussposition. Aguero und das ist sein Schuss. Und das ist sein Tor. 51. Minute. Sergio Aguero. 2:1 Man City. Da hat es die Klasse gesetzt gegen Dawson. Und da kommt die Verteidigung einfach nicht schnell genug auf ihn zu. Touré hat da sogar noch ein bisschen die Innenverteidiger geblockt. Aber das zählt nicht. Das ist egal. Das ist das Tor. Das ist das 2:1. Und somit geht hier Man City in Führung. Jetzt muss hier das Ding hier nur noch über die Zeit bringen. Aber ich glaube, Man City will noch einen drauflegen. Die wollen hier nicht auf Zitteraktion gehen. Die hauen jetzt so schnell wie möglich das dritte Tor rein. Jetzt Sandro. Zu Walker, zurück zu Sandro. Oh, jetzt hat er gut Platz. Sandro, klasse Parade von Kompany, wie er sich da reinschmeißt. Ist ein bisschen ungenau, Ball zu Aguero, aber der holt ihn sich. Jetzt zu Falcao. Es ist natürlich ein offenes Spiel. Jetzt muss man, City hat natürlich jetzt ein paar Räume, weil Tottenham stürmen muss. Jetzt zu Clichy. Clichy ist jetzt hier gut durch. Clichy, Clichy, immer noch Clichy. Oh, dann bringt er den Ball leider nicht zu Aguero. Schade, war eine gute Chance. Aber da kommt leider die Verteidigung dazwischen. Jetzt kommt Tottenham über Defoe. German Defoe kommt da leider nicht durch. Jetzt David Silva. Zu Falcao wieder. Falcao. Gegen Dawson setzt sich wieder klasse durch. Gegen die Nation setzt sich auch halbwegs durch. Verdient ihn aber dann. Aber da kommt außen noch Mas Walcott mit. Walcott. Jetzt Walcott. Vielleicht gute Schussposition. Walcott mit dem Schuss. Aber Dawson schmeißt sich rein den Ball. Und Clichy auf der anderen Seite vertändelt den Ball. Und Bale holt ihn sich. Also von Bale. Ja, in der zweiten Halbzeit hat er nicht so viel zu tun. Weil wir kommen relativ oft über die linke Seite. Und da ist er eben nicht. Ist Dempsey. Dempsey, gut gefoult, aber ja, er lässt doch Vorteil weiterlaufen. Jetzt Dembele. Dembele, aber so ein 1:2 ist eben noch kein sicheres Ergebnis. Sobald ein Treffer fällt wie der hier, das gibt's doch nicht. Dembele mit wunderschönem Schuss, 62. Minute, aus dem Nichts fällt der Ausgleich. Das gibt's doch nicht. Dann kassieren sie wieder den Ausgleich. Schöner Schuss, muss man sagen. Da haben sie selber vertändelt. Und dann aus dem Nichts, und der ist, passt natürlich optimal an ihn in den Pfosten und dann ins Tor. Und somit steht sie wieder 2:2. Und jetzt muss natürlich Man City wieder was tun. Jetzt Marcelo. Also wirklich ein offenes Spiel, was sich hier heute uns bietet. Jetzt Marcelo Fellini hier, das ist natürlich nicht gut. Jetzt die zwei Linksverteidiger, beide natürlich heute im Spiel. Und jetzt hat Walker ein bisschen Platz, da kommt er sogar noch hin. Touré hilft jetzt hinten ein bisschen aus und holt ihn sich. Ganz, ganz sicher von Touré. Und jetzt Clichy zu David Silva. David Silva, unten ist Falcao, den sieht er nicht. Aber da sieht er Aguero, aber der ist zu weit. Der ist zu weit. Lloris kommt da ganz locker hin, hält den Ball ganz sicher fest. So, 25 Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, und beide Teams haben auf jeden Fall noch die Chance, hier den Siegtreffer zu machen. Weil beide spielen offensiv nach vorne. Oh, da kommt Touré leider nicht dazwischen. Und Bale hat ihn, jetzt Dembélé. Natürlich mit so einem Schuss, also so ein Schuss gelingt nicht jeden Tag in den Pfosten und dann rein ins Tor. Jetzt Dempsey. Wurde zwischengearscht mal von Maicon. Hier sehen wir Dembélé, auch sein 6. Saisontor. Ja, wir müssen auf jeden Fall nur schauen, dass wir irgendwie die Führung erzielen, weil so ein 2:2 werden wieder zwei verlorene Punkte und damit wird Man U schon weit wegziehen. Jetzt muss mal ein paar Wechsel auf Seiten von Tottenham. Jetzt kriegen sie den Einwurf. Zweiter Einwurf anscheinend. Kommt sicher an. Jetzt wird es gefährlich. Oh, da ist wieder Defoe schön vorgelegt. Aber was war denn das für ein Schuss? War das Livermore? Ich glaube schon. Ganz, ganz schwacher Schuss. Also der geht ja meilenweit am Tor vorbei. Jetzt Marcelo. Marcelo setzt sich gegen Lennon an. Hat natürlich auch einen starken Gegenspieler. Da geht Falcao. In der Mitte wird David Silva gestellt. Da kriegt jetzt auch. Jetzt David Silva. David Silva ganz außen ist Walcott. Walcott verspringt ein bisschen der Ball. Walcott mit Distanzschuss. Wird aber wieder ein bisschen abgefälscht, oder? Ne, war anscheinend kein Spieler mehr dran. Gibt nur Abschluss. Jetzt Adebayo für Defoe. Der letzte Wechsel bei Tottenham ist schon durch. Ich würde sagen, wir wechseln bei der Gelegenheit auch mal aus.
Oh, die sind schon ziemlich lang. Gut, dann werden wir den erstmal raus und werden TWS dafür bringen. Ich weiß, er kann da wahrscheinlich nicht spielen, aber wird das schon irgendwie durchziehen. Und außerdem bringen wir Checo. Ne, Garcia für Walcott. Ja, machen wir es halt so. Bisschen müssen wir wechseln. Natürlich, wir haben Sami Nasri ja schon in der ersten Halbzeit aufgrund seiner Verletzung ausgewechselt. Damit haben wir schon den Wechsel vergeigt. Gut, jetzt die letzten 20 Minuten. Tevez rein. Tevez soll natürlich jetzt irgendwie die Führung machen. Das kann jeder machen von mir aus. Hauptsache die Führung fällt. Jetzt weiter Abschluss wieder. Und jetzt die muss jetzt natürlich zum Ball kommen. Jetzt Sigbrossen. Zu Lennon. Lennon, hoher Ball auf Sigbrossen. Jetzt wird es richtig gefährlich. Jetzt wird's, das war doch ein Handspiel. Das war doch schon wieder ein Handspiel. Egal, der geht erstmal drüber. Aber wenn der reingeht, dann war es doch ein Handspiel. Das war doch schon wieder ein klares Handspiel. Schiedsrichter sieht schon wieder nicht. Also der Schiedsrichter gefällt mir heute wirklich absolut. Den Elfmeter, was sie uns in der ersten Halbzeit nicht gegeben haben. Und jetzt schon wieder so eine Aktion mit diesem Handspiel. Hoffentlich recht sieht es nicht nur. Jetzt Garcia. Und vorne ist Agüero. Agüero setzt sie gut durch. Jetzt Agüero, vorne ist nur Falcao mit dabei, aber da sind sie auf sich allein gestellt. Jetzt Falcao. Falcao mit dem Schuss! Klasse Schuss! Aber mit dem Falcao muss man immer rechnen. Und es gibt sogar einen Freistoß. Klasse Chance jetzt mit diesem Freistoß. Wer kann gut schießen? Tevez kann gut schießen. Jetzt Carlos Tevez, der muss rein, der muss rein. Tevez mit dem Freistoß und ans Aluminium. Das gibt's doch nicht. Ans Aluminium. Riesenpech jetzt hier. Für Man City ans Aluminium, der Freistoß von Tevez. Jetzt Maicon, Touré. Jetzt gibt Man City Vollgas zu Tevez, zu Agüero. Agüero kommt nicht durch. Also Agüero hat heute auch keinen guten Tag. Kann man sagen, was er will. Und Man City wirft natürlich jetzt alles nach vorne. Die wollen jetzt hier natürlich die Führung machen. Jetzt Dempsey, kommt da diesen Ball nicht hin. Natürlich, jetzt spielt jetzt nur noch Man City. Jetzt sehen wir Falcao, 6 Saisontore. Heute ein wichtiges Tor gemacht, aber bis jetzt ist noch nicht das Entscheidende gewesen. Jetzt David Silva. Falcao unten schon wieder. Falcao, wo ist Tevez eigentlich? Tevez anscheinend nur vorne drin. Nur. Da unten kommt auf jeden Fall Marcelo. Falcao für Tenley jetzt aber ein bisschen. Jetzt hat die Marcelo. Jetzt ab in die Mitte zu David Silva. Das sind Pässe, die kommen nie im Leben an. Tottenham hat den Ball. Mann, das Spiel ist natürlich ruhig. Für Tottenham wäre es natürlich ein Punkt. Natürlich absolut gut im Etihad-Stadion, aber die sind auf jeden Fall noch nicht durch. Jetzt David Silva. David Silva wird von 2 angegangen. Da muss ihm gar einer helfen. Also langsam verrennt von Man City die Zeit hier. Und es wäre natürlich bitter, aber jetzt die Chance. Agüero, Agüero. Mann, 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 was macht er denn? Die Riesenchance. Da verspringt die München. Der Ball ist so ganz komisch. Und es sind nur noch 5 Minuten zu spielen. Und es schaut schon wieder so aus, als würde Man City hier patzen. Das wäre natürlich richtig schwach, nachdem sie ja gegen West Ham nur verloren haben. Und hier wieder nur ein Punkt. Das sind zu viele Punkte, was hier liegen gelassen werden. Jetzt nochmal die Chance. Sigbrossen, natürlich. Tottenham kann natürlich auch nur das Tor machen zur Führung. Gute Zwischengegang hier von Kompany. Jetzt der Einwurf. Letzte Minute laufen. Marcelo, jetzt wird's eng. Marcelo gut gezogen, aber haut das Ding erstmal raus. Jetzt Garcia. Oh, Garcia verspringt der Ball. Was ist denn heute los? Und jetzt nochmal die Chance. Schön gemacht von Adebayor. Adebayor, Tor. 90. Minute. Adebayor, wunderschöne Drehung. Da lässt er seinen Gegenspieler stehen und macht die Führung. Und das ist wirklich unverdient. Das ist unverdient, muss man sagen. Da lässt ja natürlich Joe Hart keine Chance mit seiner ganzen Erfahrung. Und jetzt steht es hier 2-3 für Tottenham. Sie haben das Spiel nochmal gedreht und jetzt hängt Man City hinterher. Jetzt hängen sie wirklich hinterher und jetzt müssen sie schauen, dass sie vielleicht noch irgendwie in die Außen reindusen. Jetzt kommt nochmal Falcao mit seinem Schuss. Abgeblockt. Falcao nochmal mit dem Schuss. Und der Ausgleich! Was ist denn hier los? Falcao, 90. Minute, doch noch ein Tor. Wahnsinn, da kriegt ihn nochmal zurück und hämmert das Ding eiskalt rein. Gar keine Chance, absolut verdeckter Schuss. Und jetzt steht es wieder 3-3, also hier ist noch einiges geboten. Wenn der Schiedsrichter noch ein bisschen nachspielen lässt, dann glaube ich, wir sehen hier noch einen anderen Sieg. Aber nee, ich glaube, das ist die letzte Chance. Schade ist da. Oh, was macht denn Joe da? Ganz riskant, nimmt die hier mit der Brust an. Oh, und dann Tevez nicht sicher, aber jetzt wohl Lescott raus zu Tevez. Ja, vielleicht lässt er den nur laufen jetzt. Falcao, Falcao, er will natürlich nochmal, hat er schon 2 Tore gemacht, aber das nützt alles nichts, da verliert er ihn wieder und damit ist das Spiel aus, ein packendes Spiel, 3-3, war wirklich spannend, aber leider kein Sieger, Falcao mit einem Doppelpack, Agüero in 51. Minute, 2 Tore in der 90. Minute, das sieht man natürlich auch nicht jeden Tag, klassisches Spiel muss man sagen, aber leider, leider eben nur ein Punkt. Hier sehen wir nochmal die Tore, Defoe mit dem 1-0, dann unser Ausgleich.
Das war 2-1 von Aguero. Dann dieses Tor von Adebayo. Dann narrt der natürlich unseren Innenverteidiger. Ich glaube, es war Kompany. Lescott war es. Lescott natürlich mit so einer Drehung. Und dann Falcao mit dem goldenen Tor. Haut den dann doch nochmal voll drauf. Da war Wut natürlich dabei. Und hier sind wir Falcao. Bester Spieler heute, habe ich genauso gesehen. Gut, Spielinfo. Ja, man muss sagen, die waren eigentlich ein bisschen besser. Wir hätten es mehr verdient gehabt. Aber egal, ein Punkt. Besser als keiner. Oh Gott, und hier sehen wir Samir Nasri. 4 Monate ist er verletzt. Ach du Scheiße. 4 Monate Zwangspause für Samir Nasri. Und das ist natürlich ein harter Rückschlag. Jetzt haben wir erstmal 1,5 Wochen Pause. Hier sehen wir so, Simulieren dauert ein bisschen länger. Aber oh Gott, 4 Wochen Pause. Und ich glaube, jetzt würden wir in der Winterpause einen Ersatz für Nasri brauchen. Und ich glaube, das steht Hamsi ganz so weit oben auf der Liste. Hier sehen wir es wieder. Die Schweiz, hey, Schweizer Nationaltrainer mit Shaqiri. Wäre natürlich auch interessant, aber nee. Eieiei. Samir Nasri, 4 Monate. Varane ist ein ehemaliger Mitspieler. Ja, das nächste Spiel gegen Real Madrid. Schon eine kleine Vorentscheidung wird da wahrscheinlich in der Gruppenphase fallen. Gut, aber das sehen wir schon im nächsten Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.